Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Ich möchte mich heute als erstes schon mal vorab entschuldigen, falls meine Stimme zu kratzig wird, ich zwischendurch husten muss, was auch immer. Ich habe so ein kleines Problem mit meinem Hals. Ich bin heute früh aufgewacht und konnte erstmal gar nicht reden. Ich habe meine Stimme jetzt ein bisschen aufgewärmt, so blöd wie es klingt, als ob ich jetzt gleich ein Konzert singe. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen was für euch aufnehmen kann. Aber bitte verzeiht, falls irgendwas mit meiner Stimme komisch wird. Ich versuche auch im Nachgang, sollte ich husten müssen oder so, das irgendwie rauszuschneiden. Aber ja, bitte verzeiht, aber ich möchte unbedingt weiterspielen und aufnehmen für euch. Deswegen, ja, wir spielen jetzt einfach ein bisschen Robocop und vielleicht passieren ja noch Wunder und meine Stimme ist in 3 Minuten einfach wieder heile. Wir schauen mal. Genau, wir sind hier geendet letztes Mal. Nach dem Banküberfall. Und wir gucken jetzt hier mal weiter, ne? Dort müssten wir Main Story machen. Okay. Was anderes haben wir gerade noch nicht. Aber wir gucken uns mal ein bisschen um. Wir finden ja irgendwie immer noch so ein paar Nebensachen, die wir machen können. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Wie hier zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Nachtsichtmodus haben. Aber cool. So, ich würde jetzt hier mal kurz reden wollen. Robocop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Okay, den Hauptsicherungskasten untersuchen, der hier ist. Kein Strom im Hochspannungskasten festgestellt. Das Problem besteht woanders. Kabelverlauf folgen. Das hier kann ich nicht scannen. Da muss ich in die andere Richtung. Andere Richtung ist ja aber nichts. Welchem Kabel soll ich dann folgen? Hier steht zwar 7 Meter, aber das ist halt die Main Quest. Einfach mal unser Adlerauge nutzen, hilft. Okay. Wir müssen hier runter. Da. Die Stromkreisunterbrecher scheinen falsch ausgerichtet zu sein. Was? Oh. Oh. Okay. Wir haben wieder Licht. Und wir haben 3 Fähigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Ich sag immer Fähigkeitspunkte, aber ich glaube, das ist egal, wie man es sagt, oder? Ich
Doppelt kritischen Schaden, aber das ist halt erst hier hinten. Ich hätte halt gern Scan läuft auf Stufe 2. Markiert jeden Feind in Sichtweite. Das wäre schon cool, ne? Aber andererseits... Kampf wäre auch nicht schlecht. Machen wir hier einen Punkt auf jeden Fall rein. Dann haben wir hier... Wie gesagt, Psychologie weiß ich nicht, ob ich das brauche. Hier kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Ich meine, das heißt, wir können dann wieder schneller Punkte ausgeben. Ah, ich weiß nicht. Ich hasse sowas immer. Ich kann mich dann immer nicht entscheiden, was ich machen möchte. So. Hab mich jetzt entschieden. Ging doch schneller als gedacht. Ich glaube, Gesundheit ist nicht verkehrt. Die Gegner werden ja auch stärker. Glaube ich. Gut. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Nö. Hier kommen wir nicht mehr rein. Sind wir sonst immer reingekommen? Ah, was haben wir hier Neues? Hier, Banküberfall. Wir haben schon ein paar Strippen gezogen hier. Okay. Da drüben waren wir ja eigentlich schon, ne? Da drüben gab es ja gerade die Nebenquest. Oh, wir haben was zu lesen. Da drüben gab es ja gerade die Licht-aus-Quest, aber wir können ja trotzdem noch mal gucken gehen kurz. Keine Panik, sehr geehrte Kunde. Wir möchten alle Gerüchte zurückweisen, dass unsere Bank ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Wir versprechen, dass die OCP Bank die erfolgreichste Bank in Detroit ist. Sie können sich darauf verlassen, dass wir immer noch der richtige Ansprechpartner sind, wenn es um ihre Ersparnisse geht. Mit freundlichen Grüßen, OCP Bank Management. Ja, da würde ich jetzt nicht mehr so drauf vertrauen. Mit diesem Bäcker, der da drin gefummelt hat, gerade bei dem Banküberfall. Mag den nicht. Weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich mag Bäcker nicht. Okay. Wir wollten doch hier nochmal ganz fix gucken. Und am Schießstand können wir nochmal gucken gehen, ob da irgendwas ist. Was wir tun können. Ich denke mal, Officer Kurz... Duscht immer noch kalt. Der Schießstand war eine Etage runter, oder? Schon wieder 2 Tage nicht gespielt und kenne mich nicht mehr aus hier. Ist Pickles noch da? Ich dachte gerade, das ist eine Lootkiste. Bin schon ganz... Oh, unser Rekord ist gebrochen. Ja, aber ich... Nee, jetzt schießen mag ich nicht. Okay, aber dann sind wir, glaube ich, tatsächlich durch. Dann können wir zur Main Quest gehen. Hier ist auch keiner mehr. Okay. Dann Main Quest. Spikes Spur. Ja, den haben wir gehen lassen, ne? Den Spike. Warum auch immer. Aber wir haben ihn gehen lassen. Oh, das Radio ist weg. Tatsächlich ist es nicht immer hier gewesen. Irgendwas? Nie. I have
pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Wir sollen zur Arrestzelle gehen, hat er nicht gerade gesagt, die sitzt im Besprechungsraum? Warte, komme ich hier lang? Bin wieder richtig lost. Okay, hier geht's lang. Oh, that's Detroit, shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Ich wollte gerade sagen, freu dich lieber, dass ich das Licht wieder angemacht habe. Achso, Arrestzelle ist meine Zelle. I understand. We are going to build a brand new city where Detroit now stands. Delta City is the only hope that we have. Gut. Ambitioniertes Vorhaben. Immer noch. Hier dürfte... Oh, guck mal. Unser Gegner von letztens, der ist hier wieder weg. Wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP is really cutting costs where it can. God knows what they'll cut next. Or who. Hey, what's that look supposed to mean? Okay. Man könnte meinen, die wollen vielleicht an uns sparen. Andererseits, wir retten ihnen ja immer wieder den Arsch. I'm ready for you, Robo. Ohne mich wäre hier wahrscheinlich schon vieles ganz anders gelaufen. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Oh, die Bewertung vom Banküberfall? Nun. Das sieht ja gar nicht gut aus. Bankeinbrecherin festgenommen. Ich krieg das immer. Ach so, das ist die Reporterin, ne? Die haben wir natürlich nicht festgenommen. Aber was für ein zweites Geheimnis? Ich habe doch alles abgeguckt, abgesucht. Es ist so schade, dass wir nicht nochmal zurückgehen können dahin und nochmal weiter suchen. Trotzdem noch ein B. Immerhin. Ich glaube, schlechter als B geht wahrscheinlich gar nicht. Oder so. Ich weiß es nicht. Hello, Robocop. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I wish not so many people saw me as I am. And I suppose that's rather difficult, given who you are. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Ja, wir nehmen die unterste Option. They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict,
who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Sind die Glitches ein Systemfehler und sollten wir das zugeben? Die unterste Variante ist halt wieder so sehr distanziert. Ich glaube, ich gehe mit Option 1. Ah, oder? Ich glaube, es geht halt in diesen Psychologie-Gesprächen, also hier in diesen Gesprächen, darum herauszufinden, ob wir tatsächlich auch noch Mensch sind oder einfach nur noch Robocop. Aber wir wissen ja, dass er schon auch noch Mensch ist. Er hat ja Gefühle. Grundsätzlich hat eine Maschine keine Gefühle. Robocop hat Gefühle. Er will sie nur nicht zeigen. Normalerweise. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Was muss sie sich denn durch den Kopf gehen lassen? Habt ihr das gesehen, dass ihre Beine immer hinten durch den Rock geglitscht sind beim Laufen? Hier ist einfach wirklich nichts Neues. Wir müssen jetzt echt schon wieder zum Besprechungsraum. Das heißt, es geht gleich actiongeladen weiter. Okay. Dann tun wir das jetzt. So. Hast du noch ein Problem? Kann ich dir helfen? Nee, okay. Gibt's hier neue Probleme? Wir haben alle Aufträge erledigt. Ah, ich habe ja noch zwei Fähigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Ich werde mir das nie merken. Gesundheit würde bedeuten, wir haben 5 Heilungsladungen. Das ist, wäre schon gut. Mach ein bisschen Scan, läuft noch, damit wir hier hinkommen. Kehrt jeden Feind in Sichtweite, oder? Oder Kampf? Erfolgreicher Schlag, der einen Gegner trifft? Was für ein Schlag? Ja, plus Waffen. Oder habe ich Nahkampf? Kann ich nachkämpfen? Oder meinen die mit Schlag von meiner Schockwelle oder von meinem Sport oder was genau meinen die? Ach komm, wir machen hier. Was soll's? Just keep following the road. Optional. Officer Whittaker. What was that? Oh, you're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher.
Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Wenn wir die unterste Option nehmen, müssen wir das dann erklären? OCP is never to be trusted. That's what I'm saying. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Okay, es war halt gegen Washington. Naja. Weißt du, wieso nicht? Haben wir irgendwann Washington mal mit bei uns auf Streife vielleicht? Oder bleibt er einfach immer nur im Hintergrund? All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed-209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative. Under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Oh, kommen wir jetzt zurück downtown, wo wir schon mal waren. Ich würde gerne noch mal Louis besuchen gehen. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Oh, der ist aber sehr jung als Bürgermeister, oder? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we going to do about it together? Ganz ehrlich, Politik interessiert mich eher weniger. Oder? Ah, es ist wieder die Frage, wenn ich jetzt das untere nehme, weiß ich nicht, ob Bürgermeister Cusack sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt. I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Meals. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Cusack. Ja, meine Taten haben politische Konsequenzen. Das ist halt... Das ist in so vielen Spielen so, dass... Du kriegst dann drei Dialogoptionen und wählst eine und weißt eigentlich gar nicht so richtig, was passiert, wenn ich die wähle. Ich habe nie im Leben gesagt, dass ich ihn definitiv nicht unterstützen werde. Ich wollte einfach nur gern wissen, was
Mills zu sagen hat. Mehr habe ich doch überhaupt nicht. Mehr wollte ich doch überhaupt nicht. Das ist immer so. Ah, das ist aber halt in vielen Spielen das Problem. Dass die Dialogoptionen, die dir gegeben werden, dass die auch teilweise uneindeutig und gegebenenfalls sogar irreführend sind. Ich wollte gerade mal probieren, ob man hier vielleicht auch einfach rausgehen kann und dann frei wählen kann, wohin. Aber nee, man muss tatsächlich machen, was das Spiel sagt. Na gut. Dann machen wir, was das Spiel sagt. I tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade. I was part of a column delegated to protecting his dog. What? How come this is the first time I'm hearing this? Officer Ramirez, a licensed dog walker. Shut up, Kaplan. Okay. Hey, oh, Becca. Got a job for you. Hi. How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Ah, du bist so freundlich, Becker. Wirklich. Ich hoffe, unser Auto ist in Ordnung. Hier scheint ja ziemlich viel. Also, weiß jetzt nicht, wofür ein Kreis steht. Aber gut. Drück uns mal selbst die Daumen, dass unser Auto okay ist. Ich würde aber tatsächlich heute hier schon Schluss machen für diese Folge. Und wir fahren nächste Folge dann wieder in die Innenstadt. Und gucken uns wahrscheinlich eine Wohnung an für Becker. Ja. Ich glaube, das machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns sehr gern morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut!